So, ich nehme mal nicht an, dass irgendeine Falle. Ich dachte gerade eben, dass da jetzt die Brücke einstürzen würde. So, jetzt gucke ich mal kurz nach oben zurück, ob Entschlossenheit das ist, was ich brauche für die Statue. Oder ob ich das Ding Idee geben kann, was cool wäre. Das Gute ist, es gibt keinen Respawn in diesem Spiel. Erstmal kurz gucken, was kann der Säbel denn? Mit was ist er verzaubert? Er ist mit gut verzaubert. Oh, legendär gibt's. Ah, Stufe 16 ist jetzt das Maximum wahrscheinlich, weil sonst würde es legendär nicht geben. Er ist gut, er ist zuverlässig. Und er hat Vernichtung. Sehe ich das irgendwo, was das macht? Wahrscheinlich all diese Sachen hier. Zuverlässig ist leichte Treffer in Treffer umwandeln. Na gut, dann gucken wir mal. Säbel platzieren. Anfangsseite der Säbel problemlos hinein. Das letzte kleine Stück, aber musst du ihn hineindrücken. Als sich der Unterarm der Statue plötzlich verschiebt und rotierst, hörst du ein dumpfes Knacken. Hinter den Wänden im Rücken der Statue hörst du schleifendes Malen eines Mechanismus. Nach dem geräuschhabenden Stein schiebt sich in der Nähe ein Stück Wand zur Seite und gibt eine Türöffnung frei. Okay, wir können den Säbel auch wieder entfernen, so wie es aussieht. Margrin's Fire casts light in dark places. Ich dachte mir fast, dass da eine Falle dran ist. Oh, ein Kampfstab, okay. How about that? Da ist eine Falle. Not sure how I feel about this. I suppose it can't be helped. So, mehr war hier nicht. Das heißt, wir entfernen den Säbel wieder. Und es bleibt offen. Gratuliere, Idea. Du hast einen super Säbel jetzt. Den wir eigentlich gleich noch besser machen könnten. Für Zersetzung brauchen wir einen Urfels. Also müssen wir Dingsies töten. Aber das hier können wir machen. Das kostet sogar nicht mal viel an Ressourcen. Beratsglocke, Gefäßfleisch haben wir sowieso. So, dann laufen wir mal wieder hier runter. Gut, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Hier hinten lang. Da müsste dann der Weg weiter runter sein. Also gehen wir mal zur Treppe zurück. Ah, ich verklick mich ständig. So, da will ich hin. Weil da haben wir überall aufgeräumt. Hier und hier und hier und überall.
does the flame reveal? Oh, und wir sind bald am Level up. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir den dann noch in dieser Aufnahmesession. Look there. Einfach nur ein Kriegsbogen, okay. Und wir betreten Stufe 5 der endlosen Pfade. Oder Ebene 5, Level 5. 5er Rudelru. Okay. Sound I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Also wir haben nachher auf jeden Fall wieder viel Saurippenmüll, den wir verkaufen können. Ach du meine Güte, was ist denn hier oben los? Meister, ein Scharmützler, noch mehr Scharmützler und ein Hohenpriester. How may I help? Zwei Hohenpriester. Kanna blitzt die mal. Margrins Feuer. Sehr viel Adra und so. Die Nischen wurden mit Stroh sowie mit Federn und Fellbündeln eingerahmt. In der Luft liegt ein moschusartiger Geruch. Mhm. Ah, wir haben die nächste große Treppe gefunden. Also ja, gucken wir mal, wenn wir eins höher gehen, wo wir da rauskommen. Auch einfach hier an der Treppe, okay. Also würde ich mal sagen, wir gucken mal, ob wir bis zur nächsten Haupttreppe weiterkommen. How may I help? I'm here. Okay. Lava will be on sea. I shall feel following your blood on this. Your So, jetzt machen wir ein Verbot. Shadow.
Okay, ich glaube, ich habe ihre... Nahrungsmittel gefunden. Also ihre Speisekammer oder ihre Vorratskammer, die der Xaurips. Ah, mal wieder Rastvorräte hier, falls wir welche brauchen. Ach du meine Güte. So, ja, hat sich's wieder angeboten, dass Itomaka einfach die Front hält. I'm here. Oh. Verlegtes Bild, ein Peridot, okay. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Eine Schatzkammer. Oh, fallen. Mehrere Fallen. Ja, noch eine Seite. Dies scheint eine Seite zu sein, die aus einem größeren Text herausgerissen wurde. Skater hat es nicht geschafft. Ich weiß, dass Merrick sein Bestes gegeben hat. Kein Grund, jetzt noch umzukehren. Das jedenfalls hat Merrick gesagt. Ich glaube, dass es eher darum geht, diese Ruinen leben zu verlassen. Wir haben bereits die Hälfte unserer Leute verloren. Ich weiß nicht, wie wir das hier überleben sollen. Besonders jetzt, dass Skater von uns gegangen ist. Die Götter waren uns gnädig und ließen uns dieses Herrenzimmer mit den Büchern darin finden. Mit diesen Wälzern sollte sich an und für sich ein guter Preis erzielen lassen. Wir müssen gar nicht mehr weitergehen. Aber dieses Siegel bringt sein Blut in Wallung. Er ist sich sicher, dass wir unter der Erde noch mehr ingvitanische Reliquien finden werden. Mit jedem Schritt entfernen wir uns mehr von einer sicheren Beute und steigen tiefer in unbekanntes Territorium hinab. Ich weiß nicht, welcher Wahnsinn er ergriffen hat. Ich kann nicht aufhören, an Edriga zu denken, wie sie schrie. Ja, und hier sind wir, glaube ich, so wie das aussieht, in diesem Morast aus Blut und Knorpeln schwimmen Gliedmaßen und Organe. Das Blutbad wird durch gelegentliche Windböen aus dem darüberliegenden Tunnel in Bewegung gebracht. Genau, hier sind wir am anderen Ende der Opfergrube aus dem zweiten Stock. Die über dem Beckenrand hängende Leiche ist in schmerzverzerrter Pose wohl in den letzten Zuckungen liegen geblieben. Die verfaulten, skelettierten Hände greifen immer nach Richtung des Halses. Ja, wegen Gift würde ich mal annehmen. Aber ja, da ist eine Schatzkammer, von der wir noch nicht wissen, wie man sie öffnet. Oh, ein Jungdrache. Am Rande dieser weiten Kammer steht eine massive, reptilienhafte Kreatur, also sie fliegt eigentlich eher, die von einer Menge plappernder Zauberer umgeben ist. Ihre Schnauze ist voll mit den blutigen Überresten der letzten Mahlzeit und an ihren krummen Hauern hängt noch Fleischbrocken. Die Zauberer bewegen sich unruhig hin und her, wobei sie erwartungsvoll zum Jungdrachen emporschauen, der seine ledrigen Flügel herausfordernd aufspannt und die Säulen auf beiden Seiten streift. Ja, ja, noch mehr Opfer. Er schlägt kurz mit seinen Flügeln und wirbelt enorme Staubwolken auf. Komm hierher, Mensch, lass dich ehren. Ehren? Große Ehre, Stärke für Echsen, Blut zum Mahlen, Glück, all das gebe ich. Ich bin gnädig und großartig. Der Drache reißt sein Maul auf und gibt den Blick auf sensenscharfe Zähne und eine gespaltene Zunge frei.